Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic! Ja, genau, und heute mit dem lieben Gottcheck eine schöne Zuschaueraufnahme. Hi! Ja, was geht? Bitte was? Alles. Ja, alles geht. Alles, was gehen kann. Ja, genau. Du hast uns heute ein paar wunderschöne Sachen mitgebracht, habe ich gehört. Hat mir eine Elfe gezwitschert. Also hier haben wir jetzt ein Ausschnitt, ich mal gebaut habe vor, glaube ich, 3 Monaten oder so. Ui. Und es soll ein Auto sein, das explodieren kann. Also es soll eins darstellen, aber es hat halt keine explosiven Fässer. Aha. Okay. Das sieht voll nach so einem gepanzerten Auto aus. Voll massiv. Das sieht gut aus. Cool finde ich auch, dass du so schön hier die Radkästen gemacht hast. Sieht man nicht oft. Meistens ist das immer voll eckig, aber hier ist schön rund. Hab ich nur wegen dir gebaut, weil ich währenddessen, glaube ich, einen Stream geschaut habe, wo du es so gebaut hast. Ja, wirklich cool. Was ist da? Was macht dieser Knopf hier? In der Mitte, der? Ja. Der macht die Tür zu, aber das ist nicht so perfekt. Das ist defekt. Ach so. Oh, das ist also schade. Ich bin nicht so gut im Türen bauen. Ja, ich verstehe. Willst du fahren? Oder willst du die Bombe anschauen? Ja, ich will die Bombe sehen. Zeig mir die Bombe. Wo ist die Bombe? Setz dich hinten rein. Okay. Und dann nach vorne schauen. Da siehst du dann. Ohoho! Eine Riesenbombe! Damit könnte man ganz München sprengen. Ach du Scheiße! Willst du mal fahren? Ja, unbedingt! Der ist bestimmt voll schwer vom Gewicht her, oder? Geht sogar. Oh, der ist schnell! Wir müssen noch eine Sirene draufpacken, das ist so ein Notfallauto. So. Wir müssen die Bombe ganz schnell aus der Stadt bringen. Schnell! Gib Gas! Eine Sache ist hier kaputt. Am Dach. Ja, das sehe ich auch. Aha. Warte mal. Ich hänge hier fest. Der ist der Block ein bisschen schief. Oh, ich komme nicht raus. Ich auch nicht. Wollen wir sie in die Luft sprengen? In die Luft sprengen? Das ist eine gute Idee. Dann haben wir Platz. Dann geht wieder was. Oh, es fährt weg. Schnell irgendwo vorne. Naja. Notfalls fährt's halt. Ich komm's ja irgendwann wieder vorbei. Boom! Na gut. Was hast du noch? Das Bombenauto ist auf jeden Fall safe, ne? Es ist explodiert und es fährt trotzdem noch. Also eine Sache, die, glaube ich, leckt aber ein bisschen, habe ich. Okay. Also bei mir leckt zumindest. Uff, was ist denn das? Ein Zombie ist ja der LKW. Oh, krass. Ach, da ist so ein Geschütz drauf, oder? Ist das von mir eins? Sieht ein bisschen so aus. Nee, ist doch nicht von mir. Selbst gebaut. Und das Fahrwerk ist von dir. Aha, okay. Und beim Motor ist irgendwas kaputt. Hier unten. Oh mein Gott, das ist das ganz alte Fahrwerk. Boah, das ist ja schon richtig lange, lange her. Ja, Wahnsinn, cool. Ah, der Blinker ist kaputt. Der Blinker? Also, hier unten habe ich den Blinker, die Technik rein. Ah. Da ist was, das sich dreht und das ist irgendwie kaputt. Boah, was für ein fettes Teil. Sarok? Ja. Darf ich jemanden grüßen? Natürlich!
Immer her damit. Ich grüße. Ja, wem grüßen wir denn jetzt? Fang doch mit deiner Schwester an. Ich grüße meine Schwester. Genau. Also meine mittlere Schwester. Meine Ach, ganz große Schwester. Ach, Scheiße. Und eine Wachtel. Und eine Wachtel. Hast du eine Wachtel oder wie? Also wir haben Wachteln. Cool, so kleine Wachteln oder große Wachteln? Es gibt nur kleine Wachteln, oder? Ja, es gibt viele verschiedene Arten. Also es gibt natürlich kleinere, die sind alle klein, aber es gibt etwas größere kleine Wachteln und ganz kleine Wachteln. Und die Wachtel, die ich grüße, heißt Federico. Ah, okay. Was für eine Farbe haben die denn? Also, wir haben ein Männchen und das ist eine Schopfwachtel. Ah, okay, Schopfwachtel. Aha. Und wollt ihr die essen? Eigentlich essen wir das, essen wir die Eier meistens. Ah, okay. Und wie schmecken die? Schmecken die wie so Hühnereier? Man sagt ja immer, die schmecken eigentlich genauso, gell? Die schmecken genauso, nur halt, dass sie kleiner sind. Ja, nicht viel dran, und ne? Dass du mehr brauchst. Für irgendwas. Für ein Spiegelei oder so. Ja. Okay. Aber. Und du hast jetzt drei Schwestern, oder was? Zwei. Achso, zwei. Federico ist ja eine Wachtel. Ja. Schon. Und Bruder hast du nicht, oder wie? Leider nicht. Oh, wieso leider? Also ich würde mir einen großen Bruder wünschen, der mich dann immer irgendwie zur Schule oder so fährt. Ah, oh, wie cool. Tja, würde ich in der Nähe wohnen, würde ich dich zur Schule fahren vielleicht. Ich ziehe einfach zu dir. Genau, dann bin ich dein großer Bruder. Google Maps, ich finde dein Haus schon irgendwie. Oh je. Okay, was hast du noch? Der ist ja auch schon ziemlich cool, aber der ist schon etwas älter, kann das sein? Ja. Also, das Neueste, was ich reingebaut habe, sind die, wie heißen sie nochmal? Die, wo hochschieben. Ach, die Pistons. Ja, Pistons. Okay. So, dann habe ich hier einen Motor, der mir auf den Kopf gefallen ist. Ein Möterle. Srim, srim. Srim. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kommt man auch gut dran. Oh, aber der Lüfter ist nicht in der Mitte. Ja, das ging nicht so. Schau mal, da kannst du hier den hier nehmen. Schau, den hab ich so ineinander gekriegt. Seit wann gibt's den denn? Hä? Hä? Ach so. Ja, der ist cool, gell? Wann hast du das gemacht? Oh, das ist schon lange her. Schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, wie Glitches überhaupt gehen. Ja, da muss man immer ein bisschen rumtricksen. Also, ich hab hier noch ein Flugzeug, Wrack, also ein abgestürztes. Ein abgestürzter Flug? Oha, du bist ja makaber. Oh. Warte, ich speich mal mir kurz den Motor von dir. Ja, mach das. Genau. Der ist auch im Workshop im Notfall, aber. Ich nenne einfach G-Motor. Genau. Kann der was? Nee, ne? Der sieht einfach nur gut aus. Also ich glaube, der kann noch irgendwas haben. Also es kann sein, dass ich die Knöpfe alle schon weg habe. Aber ich glaube schon. Okay, wieso ist hier an der Seite? Wieso habe ich an der Seite eine Tür hingebaut? Ja, wo meinst du? Ich müsste sogar noch ganz haben, aber es kann halt nicht fliegen. Ach so, warum ist der kaputt? Was hast du denn da gemacht? Ich hab's nicht hingekriegt, ich bin nicht so gut wie du. Ach Quatsch. Übung. Also da ist er noch nicht ganz fertig, ganz fertig. So ist er ja schon mal nicht schlecht. Fliegen ist aber halt auch echt schwer. Das ist nicht so einfach. Ich habe auch schon so viele Flugzeuge gebaut und
Es gibt einige Flugzeuge, die lassen sich einfach überhaupt nicht fliegen. Manche fliegen sich scheiße und manchmal hat man Glück. Also muss man immer wieder probieren. Ich habe Süßigkeiten dabei. Steig ein. Okay. Chivalima! Ja! Warte mal, ich hol mal was. Damit können wir schneller fliegen. Warte mal. Ich hätte vielleicht was einbauen sollen, dass ich gut bremsen kann. Ja. Vielleicht so eine Bremse, die sich da nach unten drückt. Zum Beispiel. Ja, wieso geht das so nicht? Was machst du, Sarok? Ja, ich wollte eigentlich was holen. Sitzt du noch im Auto, im Flugzeug? Ja, ich sitze noch im Flugzeug, genau. Hey, konnte man nicht hier früher klicken, eigene Parts? Komisch. Warte. Ich bin gleich wieder voll da. Bis gleich. Workshop. Ah, hier geht's. Meine Inhalte. So. Das war einer meiner ersten bescheuerten Kreationen. Warte mal. Wo hab ich's denn? Ich hab dich sogar, glaube ich, mal. Einmal, glaube ich, sogar in echt getroffen, aber da kannte ich dich, glaube ich, noch nicht. Was? Wo denn das? Kennst du Pasinger Arkaden? Ja, die kenne ich. Da habe ich jemanden getroffen, der sieht entweder genauso aus wie du. Ja, so habe ich jemanden gesehen. Also Pasinger Arkaden bin ich öfters, ja. Oder Riemarkaden. Sitzt du immer noch im Flugzeug? Ja, ich sitze immer noch im Flugzeug. Ich suche gerade was. Hä, wie geht das bitte schön? Wieso? Ah, Workshop, oder? Ja, genau, ich bin im Workshop. Wieso? Nur so. Ich dachte schon so, hä, seit wann kann man denn, wenn man sitzt, den Lift? Hilfe, So, schaust du. Mach mal dein Flugzeug fliegbar. Pass auf. Achtung. So. Knopf mit Sitz verbinden. Warte, ich steige ein, dann kannst du fliegen. Der neue Knopf, den musst du drücken. Warte mal, wir müssen das Flugzeug so hinstellen, dass er freie Bahn hat. Warte. Ich stell dich mal hin. So, noch nicht losfliegen. Ich bin noch nicht drin. Alle einsteigen. Jawohl. Sitze. Eigentlich sollte es ja sogar ein Flugzeug sein, das Leute fürs Fallschirm springen. Yippie! Oh! Wir fliegen! Vielleicht nicht der beste Flug, aber ganz okay. Willst du das abspeichern? Den Flugzeug? Also nur, wenn du willst. Um es vielleicht nicht zu verbessern. Verbessern? Oh je. Das sind immer die Zeiten bei mir so rar zum Verbessern. Aber ich weiß nicht, wenn du mal ein Flugzeug hast, einen neuen Versuch oder sowas, dann kannst du mir ja schicken, dann kann ich ja mal gucken, ob ich dir da helfen kann. Ja, war es eigentlich in irgendeiner Folge, als dein Lift blau war, ein Mod oder? Ja, der ist auch jetzt bei mir blau. Du siehst ihn nicht als blau, aber das ist eine Mod, ja. Diese Mod findest du auf www.sarok.de. Da kannst du dir die Mod holen. Ich schaue jetzt gerade noch nach anderen Sachen. Ah, hier ist ja ein Buggy, den ich mal gebaut habe. Aber der ist nicht so toll. Ha, den kenne ich doch schon. Habe ich? Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Ich glaube, der war ganz cool. Ich bin mit dem mal so Purzelbaum gefahren.
In der Half Map Racing? Oder? Ja, ich oder weiß nicht mehr so genau. Also Half Map Racing war ich mit einem anderen. Ha, wie lieb. Oh. Aber wenigstens hast du einen Überrollbügel. Ja, genau, das ist ja das Schöne. Das oder wie es ich nenne, einen Überroll-Bagel. So, ein bisschen schneller kann er werden. Warte, nur nicht löschen, nur nicht löschen. Ruhe ich auch nicht, ich habe nur hier. Ach so. Okay, oh, rückwärts. Falsche Seite, naja. Oh. Ja, das ist etwas schwer. Oh. Ey, das sieht irgendwie aus wie... wie eine Waffe. Stimmt. Ja, die dreht sich sogar. Bis... Oh, oh. Gehen Sachen auf dem Lift überhaupt... Wow, das hat ganz ziemlich geleckt. Ja. War vielleicht auch nicht so die klügste Idee. Ist es dein Lift? Oder meiner? Ah, es ist meiner. Na toll, jetzt sind hier überall Teile. Ja, guck mal, das ist voll übel, wenn man hier den hier setzt, ja? So, und dann machst du hier die hier weg. Einmal und nochmal. Ah, Alter, boah, das hat gerade voll geleckt. Ja. Ich habe auch nicht so den guten, so den besten Gaming-PC. Auf jeden Fall ist meiner wenigstens von Beep. Von Beep, okay. Also nee, ja, es war nur so dieses. Was ja, bei die Marke kenne ich, die Beep-Marke. Ich würde dir ja sagen, aber ich weiß, ich habe Sorgen, dass irgendwie Product Probleme dann. Das macht nichts. Ich kriege ja kein Geld dafür. Hm? One Game. One Game, ah, cool. Ja, die kenne ich. So, dann habe ich hier noch... Ich weiß, du hast es reingeschrieben bei deinem Dodge Charger, dass man ihn nicht als seinen eigenen hochladen darf. Auch nicht umgebaut, aber ich habe ihn umgebaut, aber nicht hoch... Dodge, wo bist du? Ich habe dir den Lift weggemacht, Entschuldigung. Zaren. Immer dieser Xar. Ah! Oh! Warte, ich helfe dir mal da unten raus. So. Also, es ist dein Dodge Charger gehalten, komm ich sicher. Okay, ja, gut. Der hat mal ein Upgrade bekommen. Vorne Rams zerschmetterst du sie, also teilst sie, und dann können sie noch abgeschossen werden. Der hat mal ein Upgrade bekommen. Nicht schlecht. Gleich hab ich dich. Okay, ich hab dich eh. Nice. Willst du musst richtige Waffen drauf machen, die schießen können. Willst du den haben? Also das war ja bevor Steel Spatgun oder so. Ah, okay. Musst du updaten, unbedingt. Willst du den haben oder so? Nicht, weiß dass ich nicht. Den... Ja, ich sichere mir den mal. Aber mit Spatgun wäre der noch geiler. Ich nenne ihn jetzt mal Dodge Survival. Hast du ihn abgespeichert? Jawohl. Hast du ihn abgespeichert? Hast du ihn gespeichert? Abgespeichert hört sich irgendwie so an, als würdest du ihn löschen. Und dann habe ich jetzt noch... Gott, der Typ hat keinen Bruder, das ist ja schrecklich. Wie lebt sich so mit zwei Mädels im Haus? Du meinst drei. Ah ja, stimmt. Mutter. Ja, sie ist ja auch noch da. Also wenn du irgendwie der einzigste Mann im Haus bist, dann ist es schon so, manchmal so, dass du manchmal einfach so eine Pfanne nehmen willst.
Und die einem überhauen will. Den überhauen will. Das ist, also das ist mein erstes richtiges Auto. Ach, das ich ist ja süß. Noch, ich hab dazu sogar noch einen Hänger. Das ist ja cool. Sieht doch gut aus. Wie alt sind deine Schwestern? Die eine, die mir geholfen hat, 14, aber erst seit... Ich glaube, wann hat die Schule angefangen? Im September. Also der erste Samstag nach Schulbeginn. Okay. Hatte sie Geburtstag. Und das ist deine kleine Schwester in Anführungszeichen? Mit. Also es ist die kleinere von meinen beiden Großen. Ach, du hast noch eine ältere? Ja. Ach du Scheiße, du armer Kerl. Und die wird bald 16. Also ja, nicht schlecht. Aber einen Vater hast du auch, oder? Ja, aber der lebt halt nicht mehr hier. Ach so. Oder hat noch nie in dem Haus, wo ich jetzt lebe, gewohnt. Ah, okay. Warte, bleib stehen! Ich muss dich anhängen. Warte, ich fahr runter. Ja. Irgendwas stimmt mit dem Antrieb nicht. Ja, das habe ich, glaube ich, oder? Was habe ich da falsch gemacht? Ich glaube, das ist ja eigentlich mein erstes Auto, das vom. Vielleicht hängt da wo? Schauen wir mal. Vorne, ich glaube, der hängt. Sind die Motoren unterschiedlich stark? Was war? Die Motoren waren unterschiedlich stark. Links war stärker eingestellt als rechts. Und doch hat er sich immer gedreht. Warte, ich muss noch ein bisschen stärker machen. So. Warte, ich positioniere mich. Ich wollte dich gerade rüberhauen, dass du drunten bist. Piep, piep. Was da? Vor. Piep, piep. Stopp. Oha. So. Warte, ja. Ich hätte noch die Klappe zu. Und jetzt fahren wir bis nach Mexiko. Ja, aber du sitzt nicht vorne, du sitzt im Enghänger. Raus mit dir. Oh. Nee, wir fahren nicht nach Mexiko, wir fahren nach Acapulco. Sehr gut. Miep, miep. Hey, das geht gut. Weißt du, ich habe gestern auf den Tisch geschlagen, weil ich mir einen Pulli über mein T-Shirt ziehen musste in der Schule. Autsch. Und seitdem ist mein Ringfinger an der linken Hand ein bisschen schief. Okay, ein bisschen ist nicht so richtig ausgedrückt. Der ist schief. Ja. Der schiefe Finger von Cold Jack. Aber er ist zum Glück, also wahrscheinlich ist nur der Knochen verschoben. Also ich war noch nicht beim beim Arzt. Eieiei. Wie ist das denn auf dich gehauen? Das gibt's ja nicht. Ja, ich musste halt mir einen Pulli anziehen, weil auf meinem T-Shirt ich könnte, aber ich will nicht drauf stand. Ach so. Und bei jedem T-Shirt, das ich habe, beschwert sich meine Lehrerin. Lol. Ich hoffe halt. Wieso? Ich hoffe halt, dass. Wegen den Sprüchen, weil da irgendwas nicht für die Schule ist. Aha, du musst von mir Merch anziehen. Die will bestimmt, dass du sowas anziehst. Das soll ich machen. Ja. Alle lieben Klopapier, das ist doch ein super Spruch. Ja. Okay, hast du noch was? Ja, ich schau grad noch. Wunderbar. Nach irgendwas, das ich dir, glaube ich, noch nicht geschickt habe. Oder bei dem ich nicht weiß, ob du es schon aufgenommen hast. Weil ich nicht weiß, ob du es genommen hast. Ja. Lalalala. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Was? Habe ich dich damit angesteckt? Ja, ich glaube schon. Ein bisschen. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Womanizer, wham! Ah, jetzt hab ich's.
Oh. Hilfe. Oha, das leckt. Und nicht absetzen so. Oh, was ist das? Ein Angelladen. Aha, warte. Weißt du, was witzig ist? Noch nicht. Ach so, ich dachte, das wäre an der Seite wäre mein Ach so. Wie halt Lift und ich dachte so, ist mein Spiel kaputt? Wäre keine Seltenheit. Wo muss ich hin? Ich weiß noch nicht. Da stehst du gut. Hier? Ja. Oh! Okay, let's play. Rappy Channel. So, warum hast du das jetzt so gebaut? Warum hast du das nicht gerade gebaut? Also, wenn ich so das jetzt überhaupt anschauen? Also, wenn ich so gebaut hätte, dann würde es, glaube ich, heißen. Also, jetzt sieht es irgendwie aus wie ein PC. Aber das halt ist nur. Verwirrend. Du müsst mal reingehen und dann mal so seitlich gucken. Da denkst du irgendwie, irgendwas stimmt gerade nicht. Irgendwie wird einem da leicht schlecht. Also ich versuche dir jetzt mal zu sagen, was das alles ist. Ja. Das hier sind, was glaubst du, was das hier ist? Ich weiß es nicht. Schlüsselanhänger? Angelrollen? Ach so, ja, wir sind ja in der Angelladen. Entschuldigung. Ja. Und hier, das sind leerstehende Digga. Also da ist nichts drin und da sind irgendwelche Mittel für, dass sie schneller anbeißen. Angelst du? Ja. Okay. Dann haben wir hier, ich nenne es einfach mal Glocken. Glocken? Ja. Dann haben wir hier Piepser. Piepser. Würmer? Würmer, natürlich, klar. Der Klassiker. Hier haben wir Klopapier, ne? Wenn man mal in den Busch muss. Also das hier ist sollen, wie heißt? Tablets. Ja, Angel-Tablets sein. Genau, mit Angel-Guide. Ja, hier sind Tassen für, für die Fische. Kaffee. Oder für Kaffee. Die Kaffee, genau. Für den Kaffee, genau. Hier Klopapier, ne, ist klar. Oder Papierhandtuch. Ja, ja. Hier Köder. Köder. Also Xialin würde für das... große Fische. Ja, Xialin würde das, glaube ich, überhaupt nicht gefallen. Ja. Damit dann kann haben wir man, hier. Da kann man mit Schwestern und Xialins angeln. Da hat, hier sind Gummistiefel. Gummi? Und hier. Ach so. Das nenne ich einfach Ruten. Das sind jetzt einfach Rutenhalter. Jawohl. Und da sind Finger. Warte mal. Das sind Handschuhe. Verloren. Warte, was heißt Shake nochmal auf Englisch? Was? Shake? Schräg. Schräg? Also die Schräge. Ja. Also das schräge Dach. Nee, wie würde ich das jetzt auf Englisch nennen? Ach so, Seil. Crazy oder was? Also verrückt. Ich meine jetzt von da, so wie es steht, als auf Englisch nicht crazy, sondern irgendwie schräg. Also nicht dieses crazy schräg, sondern wenn was schräg steht. Ach so. Ja, ich bin nicht so schlau. Nicht so schlau? Was bist du überhaupt? Du bist nicht schlau, du kannst nicht gut bauen. Mach dich doch nicht so schlecht. okay, da kann ich ja eigentlich nichts. Also in der Schule sage ich irgendwie, bin ich irgendwie der, wo sagt, er ist gut, der Beste, aber. Siehst du? Es ist irgendwie mehr so Ego. Also, Ja. Egoistisch, irgendwie. Xarok, wo bist du? Hier, keine Panik. Du siehst doch hier diese Stäbe mit. Hallo? Ja? Wenn du hier an der Wand schaust, ja. Siehst du hier Ruten. Ja. Ah, da oben. Ja. Da sind Stühle und Betten. Ja. Da oben sind nochmal Piepser. Aber die piepsen wirklich. Tatsächlich. Und da ist ein Kühlschrank, in dem Maden sind. Wo? Ach so, da. Ja, aber also hier an der Wand, da wenn oben. Du hochkommst, das ist ja, ein Kühlschrank. Da hinten der. Und das hier soll
irgendwas. Ha! Guck mal, ich habe die Tür zugekriegt. Juhu! Ich wollte gerade sagen, ich kann es jetzt löschen, aber geht ja nicht mehr so lange. Ja, leider sind wir auch irgendwie so bis zum Ende der Folge. Hast du noch was Kleines, was du unbedingt zeigen willst? Ich schnau. Ich bin ja schon so ein Dussel, ne? Wir hätten es ja auch einfach neu hinstellen können. Was hab ich denn? Auf jeden Fall könnten wir irgendwann mal vielleicht was zusammenbauen. Ja, das wäre eigentlich ganz cool, ja. Das nächste Mal, wenn wir eine Folge machen, bauen wir dann was. Unbedingt. So, jetzt kann man es wieder umdrehen. So, jetzt schaue ich schnell nach was. Was habe ich denn noch? Was habe ich noch? Ah, also ich habe ein Wohnmobil, das nicht ganz fertig ist. Das ist aus deinem LKW. Aha. Also... Ach, der! Ja, aus dem. Und den habe ich halt so umgebaut. Ist das eine Terrasse? Oder, ach so, du hast das Ding noch nicht. Oh, ah, oh. Mit Slide-Outs? Oh! Oh nein! Ich glaube, ich werde gerade platt gemacht. Ich habe dich gerettet. Also, ich hoffe, ich habe dich gerettet. Ja. Wie fährt man die aus? Da muss... Warte, du musst... Tür? Schau du... Xarok! Ja? Lass mich rein! Ah. Ja, per Knopfdruck fährt es dann raus. Ui. Das Badezimmer, Bett. Also da können zwei... Also das ist für dich und Xialin. Und die dritte Person muss halt auf dem Boden hier zwischen schlafen. Oder in der oder auf dem Herd in der Küche. Wo ist die Hupe? Weiß nicht mehr, wo die Hupe ist. Ja, damit kann man nach Mexiko fahren. Acapulco ist, glaube ich, besser. Schau mal, wir sehen so winzig aus in dem Auto. In dem LKW. Heute drehe ich sogar vielleicht noch das Video, bei dem du mir erlaubt hast, deinen Dragster vorzustellen. Ah! Ja, mach das. Mach das. Auf jeden Fall. Ich kann auch, wenn du. Also, wenn es dir nichts auch macht, mache ich auch. Kann ich auch mehr. Also von jedem, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, ja, klar. Darfst du gerne machen. Steht dir frei. Dann würde ich es hochladen, dich verlinken. Mhm. Und dann wärst du bekannter und ich würde jetzt vielleicht ein Abo mehr. Also ich bin nicht Abo geil, aber ich glaube seit vor 2 Jahren oder so angefangen. Ich habe vor 4 Jahren angefangen. Oha. Und habe seitdem nur 36 Abonnenten. Ja, musst du regelmäßig ja Videos machen. Das ist so einfach. Ich hab sie immer wieder runter. Ausdauer und Disziplin ist das Schwierigste daran. Und das größte Problem ist, ich weiß nicht, was ich hochladen soll. Wow. Ja, einfach Fancreations vorstellen zum Beispiel. Oder... Hast du einen... du kennst doch Artikel 13, da hast du ja auch ein Video drüber gemacht. Ja. Hast du da eigentlich auch bei der Petition unterschrieben? Ja, natürlich. Erfreulich. Weil wenn das so wäre, dann wäre es halt ein bisschen traurig. Das wäre echt blöd, ja. Weil wie soll ich dann mit dir reden oder so? Ja gut. Wir in Discord bleibt ja Gott sei Dank dann bestehen, aber YouTube ist halt dann die Frage, wie da die Zukunft dann aussieht.
Also da werden dann nur noch Dokus und Fernsehsendungen nach. Möglich, ja. Aber sehen wir mal das Positive darin und hoffen einfach, dass das nicht passiert. Und wenn, dann suche ich einfach auf Google Maps nach dir. Genau. Oder ich mache weiterhin Videos nur in Amerika. Ich soll auf Line gehen. Na gut. Was? Ich muss mir mal Line holen, dass ich mit dir schreiben kann, auch so. Ja, mach das. Die App kostet nichts. Müsst keine Nummer bekannt geben. Das ist eigentlich ganz gut. So, mein Lieber. Der nächste wartet leider schon. Ich bedanke mich vielmals. Darf ich dich noch kurz was fragen? Ja. Wann? Bist du heute Abend noch auf Discord? Also, schreiben geht theoretisch immer. Also, kannst du mir eigentlich immer mal schreiben oder so. Es kann halt sein, dass ich nicht sofort antworte. Ja. Genau. Und das nächste Mal bin ich dann vorbereitet auf eine Aufnahme. Also richtig. Besser. Ja. Nicht, dass ich erst um 44 oder... Ja. Und nächstes Mal bauen wir was. Und wie lang ist die Folge eigentlich? Die jetzt ist 40 Minuten. Mal gucken, ob ich was schneiden muss oder so. Mal schauen. Gut. Ciao. Ja, dann. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr sofort das Like da lassen. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Tschüss. Ciao.